Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ist Länderspielpause nach der jüngsten Erfolgsserie ungelegen gekommen. Wenn du mit 5 Siegen in Pause gehst, kommt sie nicht zu einem guten Zeitpunkt. Wir hätten mit SE im Lauf gerne nochmal 5 Spiele gespielt, sagte der Coach des Tabellenzweiten vor dem Spiel am Samstag gegen den SC Freiburg, 15.30 Uhr. Gleichzeitig habe das spielfreie Wochenende nochmal Zeit zum Durchschnaufen gegeben und um an einigen Stellschrauben zu drehen. So gesehen war es beides, Fluch und Segen, gegen den Tabellen 14. Aus Freiburg wird Tedesco voraussichtlich auf zuletzt angeschlagenen Thilo Kehrer und Nabil Bentaleb zurückgreifen. Fraglich ist nur der Einsatz von Weston McKennie, der angeschlagen von der US-Nationalmannschaft zurückkehrte. Abdulrahman Baba sei nach seinem Kreuzbandriss wieder im vollen Trainingsbetrieb, ein Einsatz kommt laut Tedesco aber noch zu früh. Gegner Freiburg lobte der Trainer unterdessen als laufstarke Mannschaft. Es ist eine Grundtugend der Freiburger, dass sie viel laufen und Räume eng halten. Sie schaffen es trotzdem, den Gegner zu bewegen, so Tedesco.